Hallo liebe Sandrock-Nudel-Nudels, hier sind wir wieder bei MyTime Zentrock. Jawohl. So, wir haben jetzt eine neue Brille. Wir müssen direkt mal den Laden öffnen. Moment. So, es wird gearbeitet. Die wir uns hier erkämpft haben. Future Adventure Goggles. So. Wir haben ja jetzt erstmal den gleichen Wert, so 6 und 12. Und dann noch ein bisschen was. Ja, zusätzliches. Wie sehen die aus? Okay. Also der Riemen ist anders und die Farbe von diesem Tuch. Das ist jetzt so ein bisschen mehr orange-rötlich. Das Tuch hat hier so einen Farbverlauf. Das passt eigentlich ganz gut zu den Klamotten hier, finde ich. So. Passt es irgendwie. Ja. Natürlich dann gewöhnt, vor allem diese komischen Kreuze da auf den Gläsern. Ja, also zum Outfit. Finde ich, wenn er jetzt hier das Schild trägt, da ist ja auch so ein ja, Kupferton drin und so einen rötlichen, den hat er auch in der Brille. Dann noch das bläuliche, das passt schon so irgendwie zusammen alles. Gut, dann gucken wir mal, ob wir aus dem Ding noch was rausholen können und das boosten. Da brauchen wir was für. Machen wir das Teil denn? Habe ich hier alles für Kram, ey. Ach du, alles, auch, ja, alles aufgesammelt. Kann man die boosten? Was ist das? Quarz. Da haben wir genug von. Ja, okay, da kriegt man ein bisschen mehr raus, ne? Wenn wir die verkaufen. Ja, da können wir auch mit Quarz noch ein bisschen mehr Wert raus. Na gut. Können wir auch verschenken, die Teile. So. Noch mehr Regenbogenmedaillon. Ach du grüne Neune. So, das hat auch noch mal ein bisschen teurer. Kann man alles Arvio auch andrehen, damit der Arm wahrscheinlich. So, was sind diese Dinger jetzt? Ah, hier ganz oben. Okay, mit Opal. Na, gucken wir mal, was kriegen wir da raus? Das ist nicht viel besser, als das wir schon haben. Aber wir müssen erstmal das Gegenstandsniveau verbessern. Dann kriegen wir bestimmt noch die 7 und 13 raus. Immer mehr Lebenspunkte. Das ist im Grunde fast dasselbe. 7 und 13. Okay, da haben wir's. Wir kriegen nochmal 30 Verteidigungspunkte drauf. Und die durchbrechen Resistenz um 4 Punkte, wenn die Lebenspunkte unter 30% liegen. Das heißt, wenn wir da runter sind, kommt der Gegner nicht so schnell durch. Wenn überhaupt. Weil wir haben ja auch noch Reflexion und was weiß ich alles für Werte. Können wir mal annehmen. Dann haben wir auf jeden Fall auch bessere Werte auf dem Ding. Als bei der bisherigen Brille. 6 und 12, 7 und 13. Also da haben wir nochmal jemals einen Punkt rausgeholt. Gut, bringt jetzt nicht so enorm viel, weil ich sowieso nicht mehr viel boosten kann hier. Aber gut, was wir haben, das haben wir. Wir werden ja vielleicht geht das ja, wenn das fertige Spiel durch ist, hier neue Werte. Keine Ahnung. Vielleicht können wir die dann alle benutzen oder wenn wir unser Grundstück vergrößert haben, dann können wir das immer noch boosten natürlich. Aber wir haben zumindest jetzt ein bisschen noch was dazu und optisch auch mal endlich wieder eine Veränderung. Wir laufen nicht die ganze Zeit nur in den selben Klamotten rum. Ich war Demo. Ja, das ist auch mal dasselbe Fell, ne? Ich weiß nicht. Da gewöhnt man sich bestimmt dran. Chippy steht unter dem Baum. Okay. Der ist schön schattig, ne? Screech, screech. So, ja. Wie du meinst, du kannst aber ein bisschen was sammeln. So, alle Aufträge verteilt hier. Eieiei, Kinder, hier ist ja noch was zu tun. Wie sieht's hier aus? Horst, Henny. Oh, die ist aber voll hier, das Ding. Ach, guck mal an. Anscheinend hat Rosi aufgefüllt. Das Gras ist auch wieder da. Und hier liegt, oh, sehr viel biologischer Abfall. Naja. Sehr schön. Funktioniert's hier? Ist auch voll, wie es aussieht. Okay. Gut, dann müssen auch Noodles an Zeug haben. Ups. Ich dachte, der läuft da draußen rum. Ja, das Gras ist hier. Ach, Gott. Ja. Oh, ja. Hat reichlich Kartoffeln. Sehr schön. So. So, mal ein bisschen aufräumen. Mal ein bisschen Dünger machen. So, was fehlt uns jetzt noch? Wir brauchen noch einen Bronzestab, okay. Wo bin ich denn hier? Nee, falsche Maschine. So.
Dann machen wir noch einen Bronzestab. Können wir das Ding auch ausliefern. Und fehlt uns hier sonst noch irgendwas. Gusseisenrohr können wir auch noch machen. Zack. So, dann haben wir die Mission hier, die wir noch haben. Gusseisenrohre. Dann auch durch. Ja, das werden wir wohl nicht schaffen. Verärgerte Reinigroboter. Lassen wir mal. Also die... Wo soll ich die herkriegen, die Dinger? Ich glaube, da drüben kommen wir nicht mehr rein. Wo die sonst herumgekraucht sind. Also lassen wir das besser. Oh, Fang ist ja mal unterwegs. Was ist denn hier los? Okay. Nicht aus. Ich hab dich gesehen. Be wary of Sunstroke. The Sandrock Sun. Yeah. Ja, die Sandrock Sun. Ja. Macht's gut, ihr zwei Vögel. Nur was Interessantes hier. Wie wär's mit der Diskettenbox? Ich glaube nicht, dass das was für ihn ist, oder? Ich habe ja noch was Drachenblut. Plus 14. So, bitteschön. Aber nicht alles auf einmal lutschen. Oder was man damit macht. Hier ist er schon schön geschmückt. Die komischen Gesichter hatte ich da auch schon mal in irgendeiner Figur, oder? Überall hängen hier so Fähnchen rum. Oh, dann hat so Übungen, die ich machen muss, wie Tai Chi oder so. Da breche ich mir jetzt schon den Rücken. Okay. Oh. Das geht hier ab. Hey, mir an. Schön, dass wir uns auch mal wieder sehen. Hey there. Hey there. Sometimes I take a break from commission. Manchmal haben ich Pausen von Aufträgen. Manchmal 63 Tage im Jahr machst du Aufträge, Pausen. Magst du eigentlich auch so Schmuck oder sowas? Oh, thank you. Plus 3. Okay, naja, gut, immerhin. Hey, oh, ein altes Haus. Was ist mit dir? Ein alter Ventilator. Ich könnte jetzt auch einen gebrauchen. Draußen sind 35 Grad. Treat people the way you want to be treated. Warte mal, vielleicht magst du so eine Techno-Tasse. Als Barkeeper eine Tasse? Plus 2. Hey, das war ja... Mist. Okay. Ja, und du, was erzählst du hier für ein Kram? Ich weiß nicht. So, hey, Burgess. Magst du so eine Techno-Tasse? So für Wasser trinken? Die ist irgendwie nicht so der Bringer. Ah. Hey, Unschuhe! Hey, ich hab dich gesehen, ich direkt weglaufen. The Sheriff and I really hope you can join. Niemals, okay. Ja, eine Techno-Tasse, weiß ich nicht, ob das für ihn was ist. Tja, vielleicht ein Kalender. There was light. Ja, am besten wäre ein Stein, aber habe ich jetzt gerade nicht da. Jo. Ja, nimm mal einen Sägenanhänger. Sägen können wir gebrauchen. Kannst an die Tür hängen. Okay. Das bringt alles nichts. Aber hatte nicht einer Geburtstag heute? Ah, ja, ja, ja. Ski, unser Lieblingsfreund, hat Geburtstag. Okay. Das sind Blümchen eigentlich. Steht nur im Stall, oder? Die ist gar nicht. Verschwunden. Okay, schon mal vorgelaufen. Auch alles geschmückt. Ist das die Musik jetzt? Wow. Das ist aber, wer hat die gerade aufgehangen? Halleluja. Hübsch. Also ich mag das, wenn die hier den Ort schmücken, wenn so ein Fest ist. Dann machen die mir echt schön. Immer noch so seltsame Schriftzeichen aus der alten Welt oder so. Keine Ahnung. Ja, mal Skibesuchen. Der freut sich bestimmt. Vielleicht ist Fies eine Techno-Tasse. Für den genau richtig. Der mag doch so Relikte aus der alten Welt, oder? Auch schon steht Techno drauf. Mein Freund Mint fragt mich in der Grundschule immer, ob ich ihm einen Hoodie zuleihen könnte. Also schrieb ich immer eine zweite Kopie. Aber mit ein paar leicht veränderten Details, bevor ich einwilligte, um sicherzustellen, dass er meine Punktzahl nicht übertreffen würde. Alles lief doch plan. Das ist bestimmt ein sehr beliebter Schüler. Dann immer verprügelt worden in der Pause. Hier aber nochmal eine Techno-Tasse. Mal sehen. Oh. Danke, um ehrlich zu sein, ist das nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber ich bin froh, dass du meinen Geburtstag gedacht hast. Okay, kein Mensch will diese Techno-Tassen. Hier gibt es auch nichts Neues. Okay, die sind eigentlich für Hugo. Ja, ja, gut. Dann können wir uns die auch schenken. Okay, alles schön geschmückt hier. Ja. Macht das irgendeinen Sinn, was da drauf steht? Hm.
Also wenn Google Übersetzer sagt, ist das Schriftzeichen für Meeting oder Treffen. Ja, also, okay, dann können wir uns hier irgendwie treffen. Ah ja, ja, schön, alles geschmückt hier. Hier geht's dann rund, okay. Ah, das ist auch so eine Figur. War das vorher schon so? War gar nicht aufgefallen. Okay, die Waffen sind ja für alle gleich. Und ein bisschen fairer zugeht. Da geht auch so ein Riesending. Auch wieder über Nacht immer diese ganze Deko hier hinhängen. Das ist schon toll, wie das in Sandrock machen. Hey, Karton, ein altes Haus. Entschuldigung, ich habe nicht alles gesagt. So wrapped up in your workshop. With all your talents, was? I'd ask you to be my assistant manager over at the game center. Assistent? If you ever have any bright ideas, let me know. We could name it after you. Ich als Assistent im Spielezentrum. Whatever it is. Da hätte ich gute Ideen, so Snake mit Sandwürmern oder sowas. Oder Sandwurm-Invaders oder Sandwurm-Tetris. Das ist bestimmt nicht. Catch you later. Sandwürmern kann man so viel machen. Hänge über so Kung-Fu-Plakate oder irgendwie sowas. Okay. Everybody is Kung-Fu. Ja. Mehr darf ich nicht sagen aus urheberrechtlichen Gründen. Okay. Nice, nice. Hübsch geschmückt hier alles. Ah ja, da müsste ich glaube ich auch mal zum... Ich weiß nicht, ob Mian jetzt da oben ist. Oder haben sie Plakate hingeklatscht hier? Zum Rathaus, genau. Um mich anzumelden. Hey, Dan B! Wie geht's deinem Mann, den kein mehr gesehen hat seit langer Zeit und so? Ja, das scheint ja auch wurscht zu sein, aber na gut, ne? Ein kleines Wort, was soll's. Die große Liebe, so schnell geht das. So. Boah, genau wie ich. Tolles Plakat. Ist von mir gemacht wahrscheinlich. So, jetzt stehen die hier rum. Hey Jasmine, was ist los? Aha. Was? Du solltest meine Ma heiraten, damit wir Geschwister sein können. Hä? Was soll dieser Blick? Okay. Danke. Hey Trudi! Könntest du mir ein Sonnenschutzmittel bringen? Oh, das ist keine Bitte der Bürgermeisterin. Nur ein Gefallen für eine Freundin, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, Sonnenschutzmittel. Mhm, habe ich das noch dabei? Ja, zufällig habe ich noch. Okay. Schade, ich habe ja schon was geschenkt. Gut, sonst ist hier keiner, der irgendwie... Was ist das hier? Trommeln? Hier sind registriert. Ja, ich kann mich nicht registrieren lassen. Registration. Aha, mit denen kann ich ein Team bilden. Uiuiui, okay. Gib mir an. GLZ. Grace. Also Grace war wahrscheinlich das tödlichste Team von... da habe ich jetzt 80.000 Waffen geliefert. Na gut. Aber Ilzi. Ich nehme Ilzi. Komm. Machen wir das. So, Shaolin Hainon. Dann haben wir... Ah ja, es gibt so ein Auswahlsystem. Du musst verschiedene Runden gewinnen und kommst immer eine weiter. Dann gibt es Halbfinale und so. Best of 3. Okay. Und dann kann man auch auswählen, welches Team gewinnen will. Man kann also auch auf nicht, also muss dann wahrscheinlich auch nicht aufs eigene setzen. Okay, dann gibt es auch Preise. Die kommen in meine Mailbox. Oh, okay. Ah ja, wenn ich von der Arena zu lange weg bin, werde ich disqualifiziert. Danke. Okay. So, dann bin ich jetzt mit Elsie in einem Kampfteam hier. Oh Gott, da bin ich mal gespannt. Hey, Avio, mein 4, 3, 5, siebtbester Freund. Since you're my close friend, if we're ever about to have any good deals over at By the Stairs, I'll make sure you know before. Da du mein enger Freund bist, werde ich dich immer vor allen anderen informieren, wenn wir bei den Treppen ein gutes Angebot haben. Ja, cool, danke. Dass das noch nie passiert ist, hast du wahrscheinlich keine. Okay. Wie wär's mit einer Technotasse? Kein Schwanzili, plus 2, naja. Ich weiß allerdings noch nicht, was ich damit machen werde, aber ich liebe es, Geschenke zu bekommen. Ja, hallo Benjo. Magst du eine Technik, die ist weg?
Ja, was soll ich machen? Okay, kein Mensch mag Techno-Tassen. Naja, was soll man tun? Okay. Vielleicht können wir was zu kaufen. Den ganzen Kram, den wir da haben. Komm, ich verkaufe mal diese einfachen da. Den Rest können wir behalten als Geschenke. Ich glaube, die Halsketten sind doch schon. Oh, was haben wir denn hier noch? Beliebter als diese Techno-Tasse. Die ist so komplett am Humbug. Warte mal, wir können da jetzt diese alte. Das können wir eigentlich verkaufen. Da kriegen wir 47 für. Okay, dann treiben wir Avio wieder in Ruinen. Jetzt hat er fast kein Geld mehr. Gut, das Risiko als geschätzt. Mann. Du kannst überall schlafen, ne? Du bist eine Katze. Okay. So, wunderbar. Die Musik hier ist ja irgendwie lustig. So, alles geschmückt. Ah, Ernest, das will ich auch mal wieder sehen hier. Justice, okay. I got a letter from my friend back in Atara. Die Wasserbar. Ja, so ist das manchmal. Take it easy. Die einen trinken es, die anderen waschen es, die anderen brauchen es. Hanfu! Sehr schön. Hey, Justice, altes Haus. Moment. Wir könnten ja mal ein bisschen üben mit den Kämpfen. Hier, mit dem großen Schwert. Machen die eigentlich viel zu wenig mit diesem Ding. Aber ich finde das auch viel zu behäbig. Aber komm, er kommt mit seinem Hammer, okay? So, jetzt zeige ich dir mal, wie das mit dem Hammer funktioniert hier. So, ha, daneben. Ach Gott, ey, bist du... Oh, bis du die Schwert gezogen hast, ey, bist du hier schon vorbei. So, hau ab. Hat der Wuck keinen Schaden. So, jetzt. Oh Gott, ey. Das, nee, da sind mir noch die Dolche lieber. Oder Schwert und Schild, muss ich sagen. Yeah, gewonnen! So. Armor Justice. Aber das hilft in der Beziehung, ja. Hier muss man sich kloppen, wenn man mal besser wird, okay. Das sieht echt schön aus mit den Flangen. Oh, hey, Gracie! Komm, wir kloppen uns auch mal. Dann kann man schon mal direkt die Gegner einschätzen. Komm, hier nehme ich mal diesen Speer. Das habe ich auch noch nie so wirklich. Vielleicht ist das ein Prügel. Bleibt ja überall mit hängen. So. So, Achtung, meine Harpune kommt! Ach du Gott. Okay, der stochert damit noch in der Luft rum. Ja. Yeah! Komisches Ding, okay. So. Was haben wir das ja hier schon? Jetzt wollte ich nochmal bei mir an vorbeischauen. Oh, nicht schon wieder weglaufen? Dann rennt die weg, wenn ich komme. So, wir können auch noch mal kämpfen. So. Das hat mir jetzt. Dann nehmen wir mal hier die Dolche. Die sind eigentlich ganz cool. Die hat auch Dolche, okay? So, zeig mir, was du kannst. Nimm die! Aua! Yay! So, na gut, wir sind ja natürlich ein bisschen überlegen. Okay, gut. Jetzt rennt sie wieder weg. Oh, die Frau macht nur Hektik. Das ist alles ein bisschen merkwürdig hier. Okay, gut, dann haben wir das auch. Sehr schön. Dann sind wir jetzt registriert und dann ein Team mit LZ. Das will ich eigentlich mal hier irgendwo auftreiben, aber keine Ahnung, wo die jetzt hier rumläuft. Okay. Ach da, die ist hier mitten in der Wildnis unterwegs. Gibt wahrscheinlich irgendwelche Jagdmanns, mit denen sie reden kann. Ach, der Blümchen steht da ganz... Ah. Ja, hat heute einen freien Tag. Was soll's. So, Musik ist wieder aus.
ist sie denn? Ah, da ist sie ja. Die roten Haare. Hey, Elsilein, wir sind ein Team. Looking over at the same old dunes every day can get a little dry. But hey, at least I always got you, my best friend. Wir sind keine Freunde, wir sind Kampfgefährten. So, lass uns kämpfen. Jetzt nehmen wir mal das hier. So, die kommt auch mit Dolchen um die Ecke. So. Yay, so. Eingespieltes Team. Wunderbar. So einfach. Warum kriege ich eigentlich immer 5 Cools dafür? Kloppen uns doch. Naja, okay. Keine Ahnung. So, wunderbar. Dann haben wir das auch. Wir haben mit allen mal gekämpft heute. So. Wir müssen hier noch ein paar Rohstoffe sammeln, glaube ich. Wir können hier auch weitermachen. Dann können wir noch ein bisschen ausliefern. Hey, Markato, du hast auch wieder nichts zu tun, ne? Ja. Ja. Ab, 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 gearbeiten. Hopp, hopp. Oh, was ist denn da alles? Okay. Oh, ein Brief. Vom Elsie. Ah. Citadel, just let me know that you picked me as your partner of Shodan at High Noon. Remember, we need to meet me before it begins. Can do this. Okay. Jetzt hat sie uns einen Brief bekommen, dass wir als Partner sind und wir müssen uns vorher noch treffen. Okay, da wo sie gerade getroffen haben, wie zählt das jetzt? Dann müssen wir uns jetzt nochmal treffen. Oder morgen erst, keine Ahnung. Probieren wir es mal aus. Oh, da geht den Rücken. Hallo, Elsie, lange nicht gesehen. Nee, also hier gibt es keinen Dialog dazu, dann müssen wir uns morgen nochmal davor sehen, irgendwie. Okay. Müssen wir dann nochmal so eine Kampfbesprechung machen. Einen Plan festlegen wahrscheinlich. Wer mit wem, wann und wo. Wer unsere Gegner sind, wie wir die aufmischen können. Haha, das werden wir schon hinkriegen. So, das Ding können wir jetzt bauen. So, diese Gusseisendinger müssten wir jetzt auch haben. Hier, die müssen wir jetzt noch veredeln mit Fluorid. Okay, das ist aber ein teurer Spaß. Naja. Müssen die ja nur auf perfekt machen. Dann könnten wir die eigentlich jetzt noch ausliefern, ne? Jo, hat ein Messerchen und braucht noch ein bisschen. Ja, dann ist schon abends, das fertig ist. Gut, dann gehen wir das noch ausliefern. Haben wir hier noch irgendwas Lukratives? Was? Okay, Grace macht eine Waffensammlung zu Hause. Die muss im Keller mit Waffen voll haben. Die plant für den Krieg, okay? Puh, immer noch Ziegelkuchen. Die haben alle einen großen Hunger, wie es aussieht. Haben wir hier eine Krise? Hm, Fischbrei. Oh ne, da muss ich schon wieder angeln. Ist hier nichts. Ja, Plastikpipes. Das ist auch so ein bisschen. Aber ich mach doch gerade Waffen. Nur Waffen. So langweilig. So. Gehen wir schon mal was ausliefern. Dann haben wir nochmal ein bisschen Geld verdient. Machen wir jetzt wieder weiter. Bam, 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 bam. Das ist natürlich die passende Musik für so ein High Noon Event. Ja, eigentlich nicht. Hey, Pablo, altes Haus. Hier sind deine Gusseisenrohre. Ich muss sagen, Handwerker, das ist fabelhaft. Ich danke dir. Match. Ja, können wir mal quatschen. Fred, heißer Klatsch und Tratsch. Es könnte sein, dass es in dieser Stadt einige Leute gibt, die total in dich verknallt sind. Wer? Leider unterlege ich der Schweigepflicht. Es ist egal, wer es ist. Erhebe den Kopf und zeige, was du kannst. Zeige, was du kannst. Ja. Das werde ich schon morgen zeigen. Okay. Okay, da können wir nichts gucken. Sehr schön, sehr schön. Die ganzen Laternen brennen auch. Das ist echt cool. Lustige Musik hier. Komm, Blümchen, hopp, hopp. Hey, Heidi.
Ich habe leider keine Techno-Tasse mehr für dich. Er rastet, ja. Sandrock got you and me. Genau, diese ganze Restaurierung ist echt super. Vor allem, wenn man immer wieder Gesichtscreme bekommt von Pablo. Ich glaube, da haben wir schon fast so. Es ist mit Grace los. Okay, wie das mit ein bisschen Hundefutter? Nee, das wäre, glaube ich, nicht zu sie. Ich hab doch hier so Ketten. Mag die Ketten? Da habe ich genug von. Komm, hier kriegst du eine schöne Knochenhalskette. Oh, thank you. Plus zwei. War ja gut, war auch nicht so der Burner, aber gut. Zumindest ist er weg. So. Hi, nun, Edzentrock. Da bin ich ja mal gespannt. Was das gibt. Was haben wir denn da unten wieder? Da haben wir ja nochmal ein Bähnchen leuchten. Das dürfte Kampf sein. Ja. Ja. Okay, dann können wir mal wieder was vergeben. Dann ja, machen wir hier. Was sollen wir sonst machen? Dann haben wir hier eine 5-Treffer-Kombo mit schwerem Schwert. Ja, passt ja ganz gut für den Wettbewerb jetzt hier. Eine 5-Treffer-Kombo. Ja, gut. Dem Speer haben wir die auch schon. Und Dolch und Schwert und Schild. Das sind eigentlich so meine Lieblingsdinger. Und der Rest ist alles, wissen wir noch nicht. Wird irgendwann mal eingebaut. Man weiß nicht. Ich hoffe, die machen da an diesen Techno-Bäumen da wirklich dann nochmal ein bisschen was. Dass sich das ein bisschen mehr lohnt. Und das ein bisschen besser ausbalanciert ist auch. Ah. So, der Laden ist geschlossen, Kinder. Boing. So, nehmen keine Bestellung mehr an. Jetzt alles drin? Nö. Nee. Nee, was sind die? Der ist noch nicht fertig, oder was? Du bist ja noch nicht eingesammelt. Ist noch nicht eingesammelt worden. Ah, okay. Rosi war noch nicht so weit. Der braucht nur normale Qualität, ne? Okay. Ja. Ist er da wie? Sollen wir die noch ausliefern? Können wir das noch? Ja, ist eigentlich noch nicht so spät. Blümchen, wo bist du? Ach, es ist. Folge mir! Eh viel zu langsam. Husch, husch! Ach Gott. Da bin ich ja schon drüben. Hopp, hopp, hopp! Hopp! So, wir müssen fit sein. Wir müssen dann schon mal ein bisschen üben für morgen. So, weiter geht's. Kung Fu, Ching Bom. So geht das. So, wo ist der denn? Ah, der kommt die Treppe runter, oder? Ja. Oder? Gucken wir mal. Hallo Kotori, wir hatten schon das Vergnügen. Da ist er. Oh, oh, oh. Hier geblieben. Halt. Stopp. Der ist aber flott. Hey, und Joe. Oh, du alter Steineklopfer. Hier ist dein Bronzeschild. Mach's nicht schon wieder kaputt. Rums. So, haben wir ein bisschen was verdient. So. Den Dächern von Sandrock. Mal hier runter? Irgendwie kommen wir immer runter, Blümchen. Ja, tatsächlich die ganze Laternen leuchten. Das finde ich ein schönes Bild hier. Hier der Ring. Man ist schon für uns so vorbereitet. Das ist doch prima. So, da können wir schon mal direkt Siegerpose üben hier. Fotoshooting. So. Werden die anderen aber gucken, würde ich mal sagen. So, wieder auf dem Weg ab ins Bett. Wir müssen da auch ein bisschen fit sein für morgen, wenn es hier rumgeht. Bin gespannt, ob wir das hier gewinnen können.
dem Sandrennen und dem Tanzwettbewerb, dann werden wir aber auch hier noch den Pokal uns holen. Ist ja wohl das Mindeste hier. Hey Coco, kommst du, gehst du, man weiß es nicht. Gut, du gehst, dann bring noch was mit. Was zum Naschen und zum Spielen oder so im Zeug. Ja, könnte ich die eigentlich nochmal machen, Segeltuch? Habe ich noch genug? Segeltuch, winddichtes Tuch, Segeltuch. Ja. Müssten wir auch mal bald wieder anpflanzen, glaube ich. Gut. Dann nehmen wir das noch an. So, und dann machen wir heute Feierabend. Warum steht die Tür auf? Also, guck, oder. Dagegen fliegt. Ja. Gut. So, dann sind wir auf jeden Fall gerüstet für den morgigen Tag. Und dann geht's hier Showdown in High Noon in Sandrock. Dann geht's hier weiter. Und ich bin mal gespannt, wie das dann wird. Ich hoffe, ihr auch. Würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Schakka.